Hier möchte ich euch gerne heute den DigiPro F Belichtungsmesser von Gossen vorstellen. So sieht das, sieht der hübsche Belichtungsmesser aus. Er ist wirklich sehr handlich, schöne Oberfläche, kein glattes Material, leicht angeraut. Ich werde ihn mal kurz anstellen. Zu sagen ist noch, dass er für Blitzlicht und Dauerlicht ausgelegt ist. Wie man hier schön sehen kann, das Symbol. Für Blitzlicht, dann kann man mit den Funktionstasten noch hingehen, um zu der Funktion zu kommen, wo man mit der Zeitvorwahl arbeiten kann. Hier ist einmal mit der Blendenvorwahl und dass ich hier die Blende voreinstellen kann, dann natürlich auch messen kann. Wie gesagt, die beiden Funktionen lassen sich oder beziehungsweise eignen sich dafür, um Dauerlicht zu messen. Hier ist wirklich nur Blitzlicht. Dann kommen wir hier ein Stück weiter zu der Dauerlichtmessung mit den Belichtungswertanzeigen. Hier bei dem COR kann man, ich hoffe, man kann es ganz gut erkennen, Korrekturwerteingaben tätigen. Und hier selbstverständlich die ISO-Werte. Mit diesen beiden Funktionstasten lässt sich jetzt die ISO-Eingabe höher oder niedriger einstellen, dass man die Funktion dann direkt entweder im Blitzlichtbereich oder im Zeit- und Blendenvorwahl auch nutzen kann. Ich hoffe, das Display reflektiert nicht ganz so stark, dass man es noch erkennen kann. Ich werde jetzt kurz mal eine Messung durchführen. Mit der Zeitvorwahl auf einer Sekunde bräuchte ich jetzt zum Beispiel Blende 16, 8 Zehntel. Und dann kann man selbstverständlich hier mit den Blenden einmal runtergehen. Und die Korrektur der Zeit wird dann auch angezeigt. Das gleiche funktioniert bei den Blenden. Man will mit Blende 11 fotografieren und kriegt dann, oder 11, 8 Zehntel und kriegt dann nochmal angezeigt, welche Zeit benötigt wird, um eine korrekte Wiedergabe zu tätigen. An der Seite sieht man noch den Synchroanschluss für das Synchrokabel. Man kann selbstverständlich auch die Blitzanlage direkt damit auslösen, sodass ich, wenn ich hier dann draufdrücken würde und ein Synchrokabel in den Blitz drin stecken würde, würde er direkt messen. Ansonsten kann man es natürlich auch so machen, man drückt drauf, löst den Blitz aus und er wird das korrekte Ergebnis dann auch ausgeben. Ja, dann ist noch zu erwähnen, dass dieses Gerät eine Schwenkkalotte hat. Man kann sie wirklich einmal komplett herumdrehen, um dann auch die Belichtung so zu messen. Man hat dann aber direkt das Display vor Augen oder natürlich so eine Messung mit der Kalotte nach oben. Die Diffusorkalotte kann man auch abmachen, wie man hier schön sieht. Damit lässt sich dann eine Objektmessung durchführen, sodass nicht das Umgebungslicht gemessen wird, sondern das reflektierende Licht von Objekten, wie in dem Fall hier die Tischplatte. Das wäre jetzt der korrekte Wert, sodass die Tischplatte eine korrekte Farbwiedergabe hat, beziehungsweise Lichtmessung. Ja, dieses Gerät wird nicht nur so ausgeliefert, sondern noch mit einer kleinen Bereitschaftstasche, die Sie an ihren Gürtel anbringen können, wie man hier schön sieht. Der Belichtungsmesser selber passt hier optimal rein und kann so auch immer dabei getragen werden. Und dazu gibt es noch einen Trageriemen in den passenden Farben. Diesen kann man direkt am Belichtungsmesser anbringen. Und selbstverständlich dann noch eine Bedienungsanleitung, wo nochmal die Anzeige komplett erklärt wird, die Sie auch zum Download bereits im Vorab schon einmal runterladen können, um einmal einen kurzen Einblick über das Gerät zu bekommen. So, ich hoffe, das hat Ihnen gefallen. Es bleiben keine weiteren Fragen erstmals offen. Dann wünsche ich Ihnen schon im Voraus viel Spaß damit.